Jetzt brauchen wir nur noch das Pferd. Und ja, die Umrechnung wäre für 12, würden wir hier 20 kriegen. Hier kriegen wir für 12 halt nur 18. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Oh, wir können aber jetzt trotzdem hier auch ausbessern. Und ja, die Armee, die baut er wieder gut auf. Das heißt, wir werden erstmal hier die Armee schlagen. Um mal hier an Gold und Kohle zu kommen. Dafür zu sorgen, dass er mir hier den Fisch nicht wegfischt. Da kommt das Pferdchen, was wir brauchen für den Händler. Also für den Kaufmann. Schade, dass wir nicht. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Das würde sogar noch schneller gehen. Würde ich sogar einen Prestigepunkt kriegen. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Und ja, er will jetzt dahin. Wenn er mir das wegschnappt, ist es schade, aber nicht so schlimm eigentlich. So, ihr könnt jetzt wieder auf bessere Verpflegung zurückgreifen. Ja, er rast dahin. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, Befestigungsausbau, wenn wir den wahrscheinlich nicht mehr so sehr brauchen werden. Jetzt gib mir mal Steine. Wir müssen Ausbauten vornehmen. Wäre auch wirklich schön, wenn sich mal ein Baumeister. Ah, da kommt er. Angesprochen fühlt und unsere Befestigungen pariert. Und gleich nochmal einen Geistlichen, bitte. Oh. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Jetzt kann ich mir auch die Brunnen hier leisten. Und kann auch hier einen Brunnen aufbauen. Das ist vielleicht nicht ganz so praktisch, aber es würde gehen. So, Befestigungen sind ausgebessert. Das heißt, wir greifen an.
Das Gute ist, durch die beiden Technologien sollte es etwas glimpflicher für uns laufen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. So, gegen den da können auch zwei bestehen. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Genau, schießt zuerst die Pferde ab, die euch gefährlich werden können. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. So, der Fisch ist gerettet. Da ist André hier auch. Euer Königreich wird angegriffen. Müssen wir uns hier schnell durchballern? Gebt Acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So. Die Schlacht ist gewonnen. Jetzt müssen wir verhindern, dass er uns den Sektor wegnimmt. Das sollte ein schneller Kampf werden. Königliches Schlachthaus ist hier bei ihm in der Burg.
Oder das war ein bisschen zu stark gedreht wegen Leck, den wir kurz hatten. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. So, mehr Fleisch. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Und wenn wir schon dabei sind, kann hier eine Bauhütte hin. Da die nichts kostet, kommt sie gleich mal ganz nach vorne. Fürs Erste. Königliche Schlachter, schön und gut, aber es war auch die Rede von der Kanonengießerei. Also ja, erstmal die Sektoren hier befestigen und alles. Nochmal gucken, ob ich blind bin. Nein, ist nur neblig. Aber ja, eine Kanonengießerei direkt kann ich nirgends finden. So, er baut wieder Armeen auf, ja. Und ja, so Spezialgebäude sind ja nicht mal auf der Karte irgendwie angegeben. Was ich doof finde.